Do not be naive enough to think that the president is the only head of state that can announce the extraterrestrial presence. Seien Sie nicht naiv zu glauben, dass der US-Präsident der einzige Staatschef wäre, der bereit wäre, die außerirdische Präsenz zu verkünden. Herzlich willkommen beim Exo-Journal. Was weiß die US-Regierung wirklich über UFOs und Außerirdische? Das versucht der US-Lobbyist Stephen Bassett herauszufinden. Wie kein anderer hat er in den vergangenen Jahren immer wieder Wind gemacht. Er hat das Weiße Haus dazu gebracht, sich offiziell zu Außerirdischen zu erklären. Und im vergangenen Jahr organisierte er im National Press Club eine Bürgeranhörung zu UFOs und ETs. Nach dem Motto: Wenn der US-Kongress schon keine offiziellen Anhörungen anberaumt, dann machen wir es eben selbst. Doch jetzt plant Steve Bassett das ganz große Ding. Er will den US-Kongress dazu zwingen, UFO-Augenzeugen anzuhören, damit Barack Obama sich zum Thema äußern muss. Sein Ziel? Disclosure. Das ist nichts weniger als die offizielle Bekanntgabe außerirdischer Besucher auf dem Planeten durch offizielle Würdenträger. Und um das zu erreichen, braucht Steve die Unterstützung möglichst vieler Internetnutzer. Kürzlich hat der UFO-Lobbyist in Berlin Halt gemacht, um für seinen Plan zu werben. Und der sieht so aus. Now, what's going on is a chess game being played between the activist movement and the United States government. Was hier vor sich geht, ist nichts anderes als ein Schachspiel zwischen den Aktivistengruppen und der Regierung der USA. Which is what every advocacy movement in all of history has been, a chess game with the state. Also nichts anderes, was jede Art von Lobbyistengruppe schon immer gemacht hat, nämlich ein Schachspiel. The government always wins in the early stages. Am Anfang gewinnt immer die US-Regierung. But eventually loses in the end. Doch am Ende verliert sie. And hopefully the game is non-violent. Und hoffen wir, dass das Spiel ohne Gewalt abläuft. Yeah. Here are the three moves that have taken place or will take place over a three-year period, which I believe could end the truth embargo in February of 2015. Und hier sehen Sie die drei entscheidenden Züge, die ich spielen werde im Laufe der nächsten Zeit, womit wir einen Beginn der Offenlegung schon im Februar 2015 erwarten könnten. The first move occurred on September the 22nd, 2011. Der erste Zug geschah im September, am 22. September 2011. Paradigm Research Group submitted a petition to the White House under the White House's own program on the White House website. Paradigm Research Group, also mein Lobbyverein, hat eine Petition auf der Webseite des Weißen Hauses eingereicht. We, the undersigned, strongly urge the President of the United States to formally acknowledge an extraterrestrial presence engaging the human race and immediately release into the public domain all files from all agencies and military services. Wir, die Unterzeichneten, fordern den US-Präsidenten ganz stark dazu auf, eine außerirdische Präsenz in Kontakt mit den Menschen formell anzuerkennen und unverzüglich jegliche Akten von allen Regierungs- und Militärbehörden über dieses Phänomen in die Öffentlichkeit zu bringen. So consequently, we got the response from the White House on October the 4th of 2011. Im Oktober 2011 erhielten wir die Antwort des Weißen Hauses. The US government has no evidence that any life exists outside our planet. Die US-Regierung hat keine Beweise, dass es außerhalb unseres Planeten Leben gibt. Or that an extraterrestrial presence has contacted or engaged any member of the human race. Oder dass eine außerirdische Präsenz irgendein Mitglied der menschlichen Rasse kontaktiert hätte. In addition, feeling bold. Außerdem, there is no credible information to suggest that any evidence is being hidden from the public's eye. Existiert keine glaubhafte Information darauf, dass irgendwelche Beweise vor der Öffentlichkeit versteckt werden. It was and is the first time that the White House has ever put its position in writing. Das erste Mal und ist auch bis jetzt das letzte Mal, dass dieses Weiße Haus sich dazu schriftlich geäußert hat. Because that is a big mistake. Denn das ist ein großer Fehler. And very possibly it was an intentional mistake.
Und es ist gut möglich, dass dieser Fehler auch so gewollt war. Because this statement is essentially a fixed position. Denn dieses Statement ist eine festgefügte Position. So once it's fixed, pound it until you break it. Denn sobald es sobald diese Sache festgelegt ist, schlägt man drauf, bis sie zerbricht. Now Paradigm Research Group made the second move. Und jetzt haben wir den zweiten Schachzug gemacht. It held a citizen hearing on disclosure. Und zwar haben wir eine Bürgeranhörung über die Offenlegung veranstaltet. We brought in 6 former members of Congress. Wir haben 6 ehemalige Kongressmitglieder dazu gebracht, dort teilzunehmen. Scientist, Wissenschaftler. Former Senator Mike Gravel. Einen früheren Senator Mike Gravel. 80 years of tenure. Und insgesamt 80 Jahre der Teilnahme im Kongress. And they listened to 43 witnesses for 30 hours over 5 days. Sie haben sich 43 Zeugen 30 Stunden lang in 5 Tagen zu Gemüte geführt. And now comes the third and final move. Und jetzt kommen wir zum dritten, zum finalen Schachzug. That could checkmate the United States government into disclosure in 3 months. Mit dem wir binnen von 3 Monaten die US-Regierung schachmatt setzen und zur Offenlegung zwingen könnten. In approximately 2 weeks, we will ship 539 10DV disc sets of the full citizen hearing on disclosure. In ein paar Wochen werden wir 539 Exemplare unseres 10-teiligen DVD-Sets verschicken. 10,000 press releases will be sent out worldwide with a note saying, if you want to review this material, contact PRG and we will give you the secret password. Wir werden 10,000 Medienorganisationen weltweit anschreiben und auch dazu sagen, wenn Sie sich das alles angucken wollen, dann geben wir Ihnen das geheime Passwort dazu. In order to ensure that these DVD boxes get opened, we are going to create what anybody under the age of 20 knows as a tweet storm. Wir werden eine Sache beginnen, damit wir ganz sicher gehen, dass diese DVD-Boxen auch geöffnet werden. Und zwar etwas, das alle unter 20-Jährigen als einen Tweet-Storm bezeichnen. So, on this website, factsonwashington.org and others, we will coordinate that Tweet-Storm. Und auf dieser Webseite, Facts on Washington, und auch auf anderen Webseiten, werden wir diesen Tweet-Storm koordinieren. What do I mean? It's very simple. We will publish the Twitter address and the email form address for all of the United States Congress, House and Senate. Und was machen wir da? Wir werden also schon Vorlagen bereitstellen für Twitter-Meldungen und auch für E-Mails für alle Mitglieder des des Senats. On the day the DVD boxes are shipped, we will launch the storm. An dem Tag, an dem die DVDs verschickt werden, werden wir den Sturm einleiten. Which is to say, many, many people are going to be asked all around the world to send Twitters or tweets and emails to as many members of Congress that they can before they get too bored. Das bedeutet, dass wir sehr, sehr viele Menschen weltweit dazu auffordern werden, so viel wie möglich Twitter-Meldungen zu verschicken. Around November the 12th is when I will begin contacting personally certain selected offices of the House and Senate to establish staff meetings. Und ich werde am 12. November persönlich mich mit Mitgliedern des US-Hauses und des Senats in Verbindung setzen, um solche Treffen einzuleiten. These DVDs are planned to arrive the day after the election is over. Diese DVDs sollen an dem Tag nach der Wahl eintreffen. November the 5th. Am 5. November. The new senators and Congress people will return to Washington on January the 3rd. Erst am 3. Februar werden die neuen Mitglieder des Kongresses nach Washington zurückkehren.
Hopefully the tweet storm will continue to rage. Hoffentlich wird der Twitter-Sturm dann immer noch wüten. And they will meet with me to discuss the citizen hearing and the congressional hearing. Und dann werden sie sich mit mir treffen müssen, um diese Anhörungen zu besprechen. And sometime in January, one of the committees, there are eight in question, will finally agree to hold hearings for 20, 30, 40 of the witnesses we have ready to testify. Und dann im Januar wird sich eines der acht in Frage kommenden Ausschüsse dazu bereit erklären, die 30 oder 40 Zeugen anzuhören, die wir dafür bereithalten. Checkmate. Schachmatt. Soweit also der Plan von Steve Bassett. Der Twitter-Sturm auf den US-Kongress ist dieser Tage schon im Gange. Auf der Webseite von Paradigm Research Group findet ihr mehr Infos, falls ihr mitmachen wollt. Den gesamten Vortrag über die Initiative zu Kongressanhörungen gibt es jetzt kostenlos und in voller Länge auf unserem YouTube-Kanal. Eine Sache noch. Ich selbst glaube ja nicht, dass der US-Präsident oder irgendein anderer Politiker sich jemals an ein Rednerpult stellen und die Präsenz von Außerirdischen auf der Erde verkünden wird. Wenn Steve Bassett wirklich glaubt, dass er den US-Präsidenten schachmatt setzen kann, dann übersieht er wohl die wahren Machtverhältnisse. Tatsache ist doch, dass die Midterm-Elections eher ein Patt sind. Die Demokraten haben nichts mehr zu melden und die Republikaner haben ganz andere Projekte. Denen geht es darum, Obamas Gesundheitspaket zu kippen. Stephen Bassett glaubt allen Ernstes, dass Obama sich mit der Verkündung der Aliens beeilen muss, bevor die Russen oder Chinesen es tun. Aber ehrlich, egal in welchem Land, ein Politiker, der einräumt, dass es da noch andere Spezies gibt, die weiterentwickelt und vielleicht auch noch schlauer sind als er selbst, das wäre ja so, als würde er an dem Ast sägen, auf dem er sitzt. Aber das ist nur meine Meinung. Was haltet ihr davon? Hinterlasst mir eure Kommentare hier unter dem Video. Und wenn euch das Exo-Journal gefallen hat, dann gebt uns doch einen Daumen nach oben. Den gesamten Vortrag gibt's wie gesagt hier in voller Länge. Soweit von mir. Möge die Kraft mit euch sein. Bis bald.